Es ist knapp ein Jahr her, wo die Simple-Quelle auf den Markt kam, und nach einem Jahr müssen die Ersatzkartuschen gewechselt werden. Das sind zunächst der Precarbon- und der Postcarbon-Filter. Und ich zeige euch, wie es zu machen ist. Bei der Montage, also das Wasser muss zuerst abgelassen werden. Also solange der Strom an ist, muss es abgelassen werden. Dann als nächstes, es gibt bei jedem Gerät, gibt es so ein Ventil, wie hier zum Beispiel die Absperrung, die Wasserzufuhr muss zugemacht werden. Oder unten beim Waschbecken, wenn Sie diesen Ventil hier nicht haben. Ich werde nicht ranzoomen, das lassen wir so. Und jetzt kommt es zur Sache. Ganz normal schrauben, ich mache es auf, diesen Deckel. Dann nehme ich Folgendes, betätige ich ganz einfach einmal. Und rausgehen. Den habe ich jetzt rausgenommen. Und den gleichen nochmal rein. Sie müssen wissen, da ist eine Schiene. Sie drücken dann in die Schiene rein und zugemacht. Das ist der Precarbon. Genau das gleiche machen wir mit dem Precarbon. Ich nehme den raus. Und ein paar Tropfen werden da kommen, aber das ist alles unwichtig. Dann geht er in die Schiene rein. Zack. Und zugemacht. Jetzt sind die Filter gewechselt. Dann mache ich einfach den Deckel zu. Dann mache ich den Strom an. Sie hören? Die Wasserzufuhr wird aufgemacht und der befüllt sich. Und somit ist der Tausch vollkommen. Das Einzige, er wird sich einmal befüllen, circa nach einer halben Stunde ist das Gerät wieder befüllt. Dann müssen Sie es einfach ablaufen lassen und dann haben Sie wieder für ein Jahr Ruhe. Diese zwei Filter werden einmal im Jahr gewechselt. Nach 3 Jahren ist auch die Membran dafür fällig. Ja? Das war's. Schönen Tag euch.